Hallo, ich bin der Alexander und nach etwas längerer Zeit gibt es mal wieder einen neuen Lightroom-Screencast. Und zwar möchte ich euch gerne einiges über die Videobearbeitungsfunktion in Lightroom 4 zeigen. Und zwar, also wir haben hier ein kürzeres Video, sind im Bibliotheksmodul und wenn wir in das Entwicklungsmodul switchen wollen, können wir sehen, dass Videos halt nicht im Entwicklungsmodul von Lightroom 4 unterstützt werden. Aber man kann einige Veränderungen im Bibliotheksmodul vornehmen. Und die sehen wir hier. Man kann den Weißabgleich verändern, einige wenige Tonwertkontrollen kann man verändern. Und das auch nur durch Knöpfe und nicht durch diese Schieberegler, die wir sonst aus dem Lightroom-Entwicklungsmodul kennen. So, was wir noch machen können, wir können auf ein Video gespeicherte Vorgaben anwenden. Wollen wir das jetzt einfach mal machen? Ich nehme einfach mal irgendeine Vorgabe hier. Können wir sehen, wie sich das Video schon verändert und das mit durchaus mehr Einstellung, als wir die hier finden. Naja, ich setze das Video eben mal wieder zurück. Und zwar gibt es da einen kleinen Trick in Lightroom, wie wir wesentlich mehr Einstellungen auf ein Video anwenden können, als wir das hier sehen. Und zwar müssen wir dazu einen Umweg gehen. Wir schauen uns erstmal das Video an und versuchen eine möglichst repräsentative Szene, ein möglichst interessantes Bild auszuwählen, wo man gut sehen kann, welche helle und welchen dunklen Bereiche es in dem Video gibt. Hier nehmen wir einfach mal diese Szene und erstellen hier ein Einzelbild. Wenn wir jetzt zurück in die Grid-Ansicht gehen von Lightroom, dann können wir sehen, dass wir einmal das Video haben und einmal hier ein Bild haben. Und dieses Bild können wir ganz normal im Entwicklungsmodul in Lightroom bearbeiten. Was jetzt noch interessant ist, dass nicht alle Einstellungen von Lightroom auf Videos übernommen werden können. Welche das im Detail sind, können wir sehen, wenn wir die Entwicklungseinstellungen von einem Video versuchen zu kopieren. Dann können wir genau sehen, welche Einstellungsmöglichkeiten hier fett gedruckt sind. Ja, also das heißt zum Beispiel in den Basistonwerten können Lichter, Tiefen und der Schwarzwert nicht verändert werden. Und ja, alle Möglichkeiten, die wir hier haben, sind halt gerade markiert. Ja, die Funktion, die wir hier bearbeiten können in Videos, könnt ihr euch merken, aufschreiben oder vielleicht auch einfach per Screenshot abspeichern und dann könnt ihr immer wieder nachschauen, welche Veränderungen ich denn direkt in dem Entwicklungsmodul vornehmen kann. So, ich kenne die Funktion auswendig quasi, nehme jetzt das Bild, gehe in das Entwicklungsmodul. Oh, hier haben wir das Bild und können das auch entsprechend bearbeiten. Und dann, ja, gehe ich einfach mal hier vor in der Bearbeitung, wie ich das auch bei einem normalen Bild machen würde. Und schaue mir das Ganze einfach mal an. Ja, die Standardfunktion. Interessant ist noch der Klarheitenregler, den ich sonst auch relativ häufig benutze, der funktioniert hier nicht. Deshalb versuche ich etwas mit dem Kontrastregler, die Kontraste zu verändern. Ansonsten funktioniert hier oben ja noch der Weißregler. Und dadurch könnte man noch, ja, gerade die Wolken, die eigentlich heller sind, könnte man noch etwas weißer machen. Ja. Die Belichtung nehme ich nicht zurück, weil gerade hier unten das Kornfeld etwas dunkler ist als der Himmel. Obwohl ein ganz kleines bisschen nehme ich das ruhig zurück. So, was wir auf jeden Fall machen können, das ist die Dynamik der Farben etwas erhöhen bei diesem Bild. So, und was jetzt sehr, sehr interessant ist, ist, dass durch die Gradationskurve ganz, ganz viele Werte ähnlich dem dieser Grundeinstellung verändert werden können. Ja, das heißt Lichter, Tiefen und entsprechend die Mitteltöne. So, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wenn wir zum Beispiel die Lichter hier etwas anheben, kann man gut sehen, wie sich wirklich nur der Himmel etwas auffällt, dadurch auch der Kontrast im Himmel steigt und hier unten das Feld wird quasi nicht davon berührt. So, und die Lichter erhöhen wir doch mal etwas. Ja, ansonsten sieht die Gradationskurve, die Tonwertkurve etwa aus wie eine S-Kurve. Das heißt, dass man einfach die Kontraste etwas erhöht hat. Nur die Tiefen würde ich nicht wirklich erhöhen, weil das Kornfeld sowieso schon etwas dunkler ist dort unten. So. Also wie gesagt, Gradationskurve, die eine interessante Option, ein Video dann quasi zu bearbeiten und die andere mindestens ebenso genauso interessante Funktion ist es halt, die Farben zu verändern über diesen Farbregler.
Was ich immer noch mache, wenn ich einen Himmel habe, dass ich den etwas ins Grünliche hineinschiebe. Genau so. Die Sättigung, ja, können wir eben auch noch mal gucken, gerade im Himmel. Hier etwas anzuheben und hier unten vielleicht im Getreidefeld. Ja, vielleicht auch ein wenig, wir wollen es ja nicht übertreiben. Und was dann noch sehr interessant ist, dass wir die Luminanz zum Beispiel aus dem Himmel auch rausnehmen können. Aber wie wir hier sehen, ist dann die Bildqualität auch relativ schlecht, denn wir bearbeiten ja immer noch ein Video, beziehungsweise hier ein Einzelbild eines Videos. Und von daher würde ich hier nicht zu viel, ich meine, es würde grandios aussehen, dort viel Helligkeit aus dem Himmel, aus den Blautönen zu nehmen, aber das wäre denn wohl zu viel des Guten. Ich würde es jetzt einfach mal so auf diesem Level lassen und vielleicht das Feld hier unten, das heißt die Gelb- und Orangetöne etwas aufhellen. So, lassen wir das mal so. Genau, und das sind sehr, sehr mächtige Werkzeuge für die Videobearbeitung quasi. So, was auch noch sehr, sehr interessant ist, die Teiltönung. Hier können wir jetzt einfach testweise, in dem Bild würde ich es nicht unbedingt nutzen, aber hier die Lichter etwas gelblicher gestalten, so, und die Schatten etwas bläulicher. Das sind so auch die Standardfunktionen, wie man halt einfach die Teiltönung nutzt oder nutzen kann. So, ich verwende das relativ gering hier. Ich möchte das nicht übertreiben. So, ja, viel mehr möchte ich an dem Bild auch gar nicht bearbeiten. Und wenn ich jetzt zurück in das Bibliotheksmodul gehe, kann ich sehen, so sieht das Bild aus und so sieht das Video aus. Und jetzt versuchen wir einfach mal, diese Entwicklungseinstellungen zu kopieren. Wir können hier euch alle Felder markiert lassen, denn auf dem Video werden ja nur die Entwicklungseinstellungen übernommen, die auch übernommen werden können, die Lightroom unterstützt. Und wenn ich jetzt die Einstellung hier einfüge, dann können wir sehen, so sieht das Bild aus und so sieht das Video aus. So, jetzt können wir das Ganze nochmal, ich mache eben hier die Lautstärke aus, können wir das Ganze eben nochmal abspielen. Ja, so sieht das aus. Es kriselt etwas hier in dem Himmel, aber die Lightroom Preview ist auch nicht die Version, wie das Video endgültig aussehen wird. Denn das Video wird ja, in der exportierten Version dann noch um einiges besser aussehen. Ja, was vielleicht noch relativ interessant ist, dass wir auch direkt beim Abspielen angucken können, wie das Video vorher aussah und wie es jetzt aussieht. Vorher, nachher. Ja, und die Funktion finde ich doch sehr beeindruckend und sehr interessant, dass man direkt in Lightroom schon einiges aus den Videos rausholen kann und das eigentlich auf einem relativ einfachen Weg und gerade von der Videobearbeitung her für den Fotografen auch bekannteren Weg. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt auch gerne meinen Fotoblog unter www.web-dann.de besuchen. Ja, und alle weiteren Kontaktdaten, mehr Blog-Einträge und in Zukunft auch mehr Screencasts über Lightroom findet ihr dann dort. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich über eure Kommentare freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!